Hart aber fair, dritter Teil, hart aber ehrlich von mir. Und zwar ging es ja darum, dass der Ernährungsminister gesagt hat, hey, wir müssen einfach in der Schule mehr Informationen geben oder Ernährungsunterricht machen und so weiter. Ich glaube, das wird nie geschehen, denn das ist nicht so wichtig. Unser Bildungssystem, so wie es zurzeit ist, sind ja andere Sachen viel wichtiger. Man lernt irgendwelche Sachen, wo jemand glaubt, die sind wichtig. Wenn man zum Beispiel, man muss lernen, wie lang der Nil ist. Ja, was für ein Schwachsinn. Ja, dann gucke ich doch bei, wenn ich das wissen will, dann studiere ich später Erdkunde oder ich gucke bei Google, wie lang ist der Nil, wenn ich so unbedingt wissen muss. Ich persönlich finde, dass zwei Fächer fehlen in der Schule. Das wird nie stattfinden. Aber es wäre ein Wunsch von mir. Ja, so schnell kann man nichts ändern und bis da was in Gang kommt, gibt es eine neue Wahlperiode, der andere findet das nicht mehr gut oder wie auch immer. Ich finde das Fach Bildung, das Fach Glück wäre nicht schlecht. Ja, was bedeutet eigentlich Glück? Ja, oder glücklich sein. John Lennon hat damals während seiner Schulzeit gesagt, als die Lehrerin ihn gefragt hat, was möchtest du später mal werden? Da hat er gesagt, er möchte glücklich werden. Und da sagt die Lehrerin, hey, du hast meine Frage nicht verstanden. Was willst du später mal werden? Habe ich doch gesagt. Glücklich. Ja, das Fach Glück wäre gar nicht schlecht, um den Kindern zu zeigen, wie wird man glücklich. Und wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, wie mache ich andere Menschen glücklich, wie investiere ich mich in andere Menschen, um das zu bekommen, was ich möchte. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Begabung. Vielleicht kann man einfach mal so das Thema Begabung reinbringen, um wirklich zu gucken, wofür ist welches Tier begabt. Es gibt ja von Einstein dieses Bild, wo man einen Fisch auf den Baum klettern lassen will und sagt, ja, kannst du nicht, also kriegst du nur 5 oder bist nicht gut in der Schule. Das ist ja auch Schwachsinn. Man muss gucken, was ist Begabung. Jeder Mensch hat eine Begabung. Und wenn du rausbekommen hast, wofür du geschaffen bist, welche Begabung du hast, ist das Leben doch klasse. Ja, also bei meinen Kindern habe ich das auch gesehen, der Große, ja, als er noch klein war. Wir waren beim Kinderturnen, die anderen haben rumgeturnt, er lag unter der Bank und hat geguckt, was sind da für Schrauben da. Ja? Wie ist die Bank zusammengebaut? Wie ist das Trampolin zusammengebaut? Das war ein Forscher. Nachher kam die Biologie dazu und heute ist er Biologielaborant und er forscht im Bereich Medikamente und er wird, ich weiß es jetzt schon, er wird später nochmal bedeutend werden und wird irgendwas im Bereich Medikamente rausfinden. Das weiß ich schon, weil es genau sein Ding. Und der Kleine, das ist so ein Zahlenmensch. Wenn ich sage, ey, es ist 10 vor 7, nein, es ist 6 Uhr 49. Also der achtet genau auf Zahlen, es ist 22 Grad, nein, Papa, es wird 23 Grad. Das bedeutet also, der wird irgendwas werden mit irgendwelchen Zahlen, was alles in Ordnung ist. Hat er nicht von mir, der ist auch ordentlich, hat er auch nicht von mir. Ja, aber da, das, denke ich, wird er werden. Und deswegen wäre für mich schön, in der Schule zu haben, wie werde ich glücklich, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen und dass die Begabung rausgefunden wird. Dann kommt nämlich das von der Ernährung ganz allein, das müssen die Eltern zu Hause machen, meines Erachtens. Ja. Man muss den Kindern mitkriegen, dass du eine Aufgabe, eine Verantwortung hast. Die Aufgabe lautet, glücklich zu werden und zweitens die Verantwortung heißt, seinen Körper zu schützen, seinen Körper gesund zu ernähren, seinen Körper zu pflegen. Und das könnte man vielleicht mal in die Schule bringen. Stattdessen kommt irgendwas rein von Differentialrechnung und was ich nie mehr in meinem Leben gebraucht habe. Beziehungsweise hätte es vielleicht gebraucht, wenn mir jemand erklärt hätte, warum Differentialrechnung gut ist. Das hat mir später mal auf einer Party ein Mathematikstudent hat mir erst erzählt, wofür Differentialrechnung wichtig ist. Und wenn das damals gewusst, hätte ich sogar, glaube ich, Gefallen daran gefunden. Obwohl ich da auch nicht gut war mit den binomischen Formeln, wie das hieß, keine Ahnung. Und deswegen wäre es schön, wenn es Ernährungsdings gibt. Aber wichtig wäre wirklich, dass die Eltern das machen. Dass die Eltern schon den Kindern sagen, das ist gute Ernährung, so geht das und das Vorleben. Dann braucht ihr dieses Fach auch nicht. Ja, meines Erachtens, es wird nicht kommen. Also Ernährung ist nicht wichtig. Es wird schon vollkommen reichen, wenn ein Fußballstar sagen würde, iss mal eine Banane vorm Training und nach dem Training Quark für die Regeneration deiner Muskeln, für die Bänder und Sehnen und Gelenke. Das wäre doch auch schon gar nicht schlecht, wenn das kommen würde. Dann müssten wir uns über solche Sachen gar nicht unterhalten. Ich glaube nicht, dass es kommt. Es wäre wünschenswert mit diesem Unterricht. Aber ich denke, die Menschen denken einfach nur in irgendwelchen falschen Zahlen. Da wird Begabung, Glück und so weiter zählt nicht. Das kann man nicht messen in dem Sinn. Und deswegen wird es, glaube ich, auch nicht kommen. So, da habe ich drei Teile zu hart, aber ehrlich gesprochen. Ich, wie gesagt, bin kein Klugscheißer. Schreibt mir eure Meinung darunter. Bis dahin, schöne Zeit. Andreas Schwarz.